In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Ist der Krieg endlich vorbei? Inszenierte einen blutigen Coup, um das Land zu beherrschen. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Um die 20 Jahre nach Ishins Coup stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Shinobi, öffnet eure Augen zum Wohle eures Herrn. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Also dann? Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Treuer Wolf, du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Kuro-sama. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke? Über dem Burggraben gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Isshin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Kurosama? Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich... Danke. Überlass das mir. Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Du stehst vor Genichiro Ashina. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten? Der göttliche Erbe kommt mit mir. Was ist das? Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht. Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Ich lebe noch. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es untot, andere infiziert. Ich kann nicht sterben, also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen, wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet. Stehe ich euch zur Verfügung. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja, sie war für Kuro-sama gedacht, aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Wiedersehen. Mein Name ist Gyobu Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also Gyobu, der Dämon. Noch eine Ratte. Ah, aber diese Augen. Ein hungriger Wolf. Verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen! Du hast keinen Namen? Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an... Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Es scheint... dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Wie geht es meinem Großvater? Isshin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das? Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den unsterblichen Eid leisten. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Kuro-sama, ich bin euretwegen hier. Ich brauche nur einen Moment. Verstehe. Solange du am Leben bist, kann das Drachenblut nicht mein sein. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Ich bin noch nicht fertig. Shinobi des göttlichen Erben. Beeindruckend, Shinobi des göttlichen Erben. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Häresie. Häresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des göttlichen Genichiro-sama, ist das das ewige Wasser? Ashina. Dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Wiederbelebung. Ja. Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Isshin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Isshin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Isshin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen. Darum wollte er... Er wollte Kuro-sama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls korrekt. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kuro-sama wartet unten auf euch. Ich bin euretwegen hier, Kuro-sama. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut. Das Drachenblut bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kuro-sama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Vater, ich darf die eisernen Regeln nicht brechen. Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu schützen. Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben und ins Leben zurückgekehrt? Zweimal? Dreimal? Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashina-Burg. Heilige Drachentränen. Aus dem Reich der Götter. Ja, ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter, wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Gibt es da etwas Besonderes zu finden? Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashina-Burg lebte. Sein Name war Takeru-sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru-samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Isshin-sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Isshin-sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Isshin-sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus. Der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid... Also, was möchtest du wissen? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann. Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt, man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Wie komme ich denn dorthin? Durch das verlassene Verlies, nahe der Ashina-Burg. Wenn du den Wasserläufen folgst, solltest du dorthin gelangen. Die Unsterblichkeit zu durchtrennen, wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro. Zögern heißt verlieren. Ja, du da. Die Mönche des Senpo-Tempels haben sich von Buddhas Lehren abgewandt. Sie haben ihren Glauben verraten. Auf der Suche nach Unsterblichkeit. Wenn du gefangen genommen wirst, werden dir unsagbare Dinge zustoßen. Am besten kehrst du um und nimmst denselben Weg, den du gekommen bist. Also beschlossen, weiterzugehen. Wir werden für deine Sicherheit beten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Affen. Eines der Paneele ist leer. Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Er ist sehr scheu. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrte hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Vergib ihnen. Sie wollten mich nur versteckt halten. Auch wenn es ihnen nicht gelungen ist. Schließ deine Augen. Gehen wir zum innersten Heiligtum. Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Wie hast du... Dein Auge... Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab. Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder. Also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst und spendet Kraft. Leb wohl, Shinobi des göttlichen Erben. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Dieses Schwert auf eurem Rücken. Was ist es? Die sterbliche Klinge. Was? Sie ist echt? Würdet ihr mich damit von meinem Fluch erlösen? Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlass das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Was ist das? Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, du bist es. Hast du Isshin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge. Sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Wie ihr sagt. Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht. Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Eine Blume? Lies erst das hier. Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja, vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg. Tief im Wald gibt es einen Schrein. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin. Aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Oh, da fällt mir ein, diese Tür mit den Umrissen eines Menschen. Isshin-sama hat es einmal als Abkürzung für Shinobi bezeichnet. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert, aber da er Shinobi erwähnte, weißt du es vielleicht. Wird man euch verstoßen? Oder werft ihr euch selbst hinein? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Ich erinnere mich an dich. Ich habe von deinem Tod gehört. Doch, hier bist du. Was kann dein Plan sein, Uhu? Mein Plan? Ich plane rein gar nichts. Bitte, mein Herr, wenn ihr mir bitte folgen mögt. Der Uhu hat nur ein Verlangen. Den göttlichen Erben vor denen zu schützen, die sein Blut wollen. Also, das Vermächtnis des Drachen hat auch dich verführt. Dann ist das Gespräch beendet. Du darfst gehen. Das würde ich, mein Herr. Aber diese Aussicht fesselt mich. Ich würde sie gerne noch etwas bewundern. Ich werde gehen, wenn ich genug habe. Vater, zu denken, dass ihr noch lebt. Das war meine Absicht. Aber das Gleiche kann auch von dir gesagt werden. Ich war mir sicher, dass du in jener Nacht gestorben bist. Die Macht des göttlichen Erben hat mich zurückgebracht. Das ist es. Was? Die Macht des göttlichen Erben. Ich brauche das Drachenblut. Vater. Jetzt wird es dir klar. Denk an die erste eiserne Regel. Als dein Vater befehle ich dir, deinen Herrn aufzugeben. Ab diesem Augenblick ist er nicht mehr dein Herr. Den göttlichen Erben aufgeben? Hör mir zu, Wolf. Gehorche dem Befehl deines Vaters und diene nicht mehr dem göttlichen Erben. Das kann ich nicht. Du kannst nicht. Seit wann zeigt dein Shinobi Mitgefühl? Undenkbar. Was für ein erbärmliches Verhalten. Warum? Warum verstehst du den Willen deines Vaters nicht? Hast du die eisernen Regeln vergessen? Manchmal muss man seine eigenen Regeln machen. Das habe ich beschlossen. Genau wie mein Meister. Ist gewachsen, wenn auch nur etwas. Wie du willst. Junger Wolf. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Ich bin glücklich, Wolf. Du bist so erwachsen geworden. Wolf. Ich bin erleichtert zu sehen, dass es euch gut geht. Und der Uhu? Ich habe ihn getötet. Das tut mir leid. Kuro-sama. Es tut mir leid. Ich habe getan, was nötig war. Wolf, danke. Mein Vater, er hatte das hier bei sich. Dieser Zweig ist vom immer blühenden Baum? Verstehe. Der Uhu hatte ihn also. Ja, wir sind dem Urquellräucherwerk einen Schritt näher. Ja, ja, das stimmt, Wolf. Kuro-sama, ich habe die Blume für den Urquellduft besorgt. Oh, blühte sie wirklich im versunkenen Tal? Ja, tief im Tal. Dort also war das Urquellwasser tief. Das hast du gut gemacht, Wolf. Was hast du da für einen seltsamen Stein? Ist das der duftende Stein der Urquelle? Mein Herr, dieser Stein wurde im Altar verwahrt. Ja, genau wie er im Buch beschrieben war. Ja. Und es gab auch eine Inschrift. Ein süß duftendes Brautgeschenk. So stand es auf dem Altar. Braut? Was für ein Ort war das denn? Es war in einer Höhle hinter einer Tür aus massivem Stein. Wohin würde eine Hochzeitssänfte wohl anschließend gehen? Wir werden es wohl nie erfahren. Süß duftend. Kuro-sama, dieser Ort könnte das Tor zum Reich der Götter sein. Ich verstehe. Süß duftend. Also in den Urquellduft gehüllt. Darauf bezieht es sich vielleicht. Ich muss wachsam sein. Wolf, ich habe Fortschritte gemacht. Das ist bestimmt die letzte Zutat für den Duft. Und welchen? Das Blut des göttlichen Erben des Drachenerbes. Mit anderen Worten, mein Blut. Euer Blut. Aber Kuro-sama, ihr könnt nicht bluten. Ja, es stimmt, dass die des Drachenerbes nicht bluten können. Ich habe in Genichiro-samas Gemächern jedoch ein Notizbuch von Takeru-samas Pagen gefunden. Und es scheint, dass ich doch bluten kann. Vielleicht sollten wir Emma-sama fragen. Als Ärztin sollte sie sich mit dem menschlichen Körper auskennen. Ja, sie kann uns vielleicht helfen. Ich möchte euch etwas fragen. Ja, was gibt es? Kann der göttliche Erbe bluten? Wieso wollt ihr das wissen? Wir benötigen das Blut des göttlichen Erben, um die Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit zu erlangen. Oh, ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, mit der sterblichen Klinge könnt ihr das Blut des göttlichen Erben fließen lassen. Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher an die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kuro-sama davon berichten. Natürlich. Wolf, hast du mit Emma-sama gesprochen? Das habe ich. Und? Was hat sie gesagt? Dass es vielleicht mit der sterblichen Klinge geht. Ich verstehe. Die sterbliche Klinge bringt also mein Blut zum Fließen. Ja, Kuro-sama. Das sollten alle notwendigen Zutaten für den Duft sein. Wolf, entzünde das Räucherwerk. Wie ihr wünscht. Kuro-sama. Wolf, die sterbliche Klinge. Hab keine Angst. Ich werde nicht tief schneiden. Würdest du die sterbliche Klinge aus ihrer Scheide ziehen? Ja, Kuro-sama. Verzeih mir, aber schließ deine Augen. Ja, Kuro-sama. Jetzt ist es vorbei, Wolf. Was macht die Wunde? Es geht mir gut. Ich habe mir nur leicht in die Brust geschnitten. Das ist also das Urquellräucherwerk. Es ist so voller Sehnsucht. Ich verstehe. Und? Fällt dir eine Veränderung auf? Der Duft und der Palast der Urquelle. Diese Worte haben sich in meinen Verstand gebrannt. Der Palast der Urquelle. Es ist wie Takeru-sama schrieb. Dieser Ort muss zum Reich der Götter führen. Aber wie ist der Palast der Urquelle zu erreichen? Ein süß duftendes Brautgeschenk. Das stand auf dem Altar, wo der duftende Stein lag. Ja, du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks. Ich glaube, wenn du zum Schrein in der Höhle gehst, wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen. Die Unsterblichkeit wird bald durchtrennt werden. Ich verlasse mich auf dich, Wolf. Wie ihr wünscht. Schande, meinem Herrn nicht in den Tod gefolgt zu sein, ist endlich. Seid ihr sicher? Ja. Ich möchte, dass ihr mich tötet. In Ordnung. Na los! Das Reich der Götter. Isshin-sama, was ist geschehen? Isshin-sama ist seiner Krankheit erlegen und verstorben. Ich verstehe. Ihr habt es sicher gespürt. Die Zentralarmee nutzt diese Gelegenheit für einen Angriff auf die Burg. Und der göttliche Erbe? Hat mein Herr die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen? Ja, werter Wolf. Der geheime Durchgang liegt in der Nähe des Grabens an der Ashina-Talsperre, nicht weit vom Mondblickturm entfernt. Kuro-sama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen und erwartet euch auf dem Silbergrasfeld. Ich verstehe. Kuro-sama. Shinobi des göttlichen Erben. Es ist lange her. Ich habe die zweite sterbliche Klinge. Genichiro. Wenn du glaubst, du könntest Ashinas Schicksal mit dieser Waffe ändern, dann irrst du dich sehr. Wolf. Niemand hat ein Recht auf das Vermächtnis des Drachen. Es gehört keinem. Ich wünschte, es wäre anders. Ist schon gut. Ein letztes Mal. Ja, beenden wir das. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ashina verhindern. Letzten Endes war ich machtlos. Das Drachenblut strömt durch ihre Adern. Damit hat Ashinas lange Nacht ein Ende. Enkel. Es war dein letzter Wunsch. Dass die Ashina-Familie ins Leben zurückkehrt. Und das bedeutet Sekiro. Ich muss dich vernichten. Komm, Sekiro. Ich bin hier bei euch. Nehmt die Drachentränen. Wir müssen sofort hier weg, mein Herr. Kuro Dono, möge er Frieden finden. Ich trage euch in meinem Herzen. Ihr alle, es ist Zeit. Ich muss gehen. Die Reise zum Ende unseres Schicksals wird in der Tat sehr lang sein. Und doch, willst du wirklich mit uns kommen? Das stimmt. Ich bin dir dankbar, Shinobi des Drachen. Wisse, dass Kuro meine Freude teilt. Lass uns nach Westen gehen. Zum Geburtsort des göttlichen Drachen.